Begriff Spannungswandler denkt man zunächst einmal an Adaptergeräte, die es ermöglichen, 12-Volt-Geräte an einer Bordspannung von 24 Volt zu betreiben, also im LKW oder im Bus, oder 230-Volt-Geräte an einer Bordspannung von 12 Volt oder 24 Volt zu betreiben im Pkw, im LKW oder im Bus, oder 110-Volt-Geräte wie sie in Amerika zum Beispiel üblich sind, an 230 Volt zu betreiben. Genau genommen gehören aber noch viele weitere Geräte zu den Spannungswandlern. Wie der Name schon erkennen lässt, haben Spannungswandler die Aufgabe, vorhandene Spannungen zu verändern, also umzuwandeln. Man könnte auch sagen, sie passen die Spannung einer Energiequelle, an die Bedürfnisse eines Verbrauchers an. Diese Anpassung kann darin bestehen, dass die vorhandene Spannung bezüglich ihres Betrages, ihres zeitlichen Verlaufs oder ihrer Frequenz verändert wird. Der Begriff Spannungswandler umfasst also eine große Anzahl unterschiedlicher elektronischer Schaltungen bzw. Geräte, die man grob in vier Bereiche unterteilen kann. Zur ersten Gruppe gehören alle Geräte, die aus einer Wechselspannung am Eingang wieder eine Wechselspannung am Ausgang machen, also alle Transformatoren. Es wird nur die Amplitude der Wechselspannung beeinflusst, und zwar entweder heraufgesetzt oder herabgesetzt, je nachdem, ob die Primärwicklung eine höhere Windungszahl hat als die Sekundärwicklung oder eine kleinere. Die zweite Gruppe umfasst alle Kfz-Gleichspannungswandler, die aus 12 Volt Gleichspannung oder 24 Volt Gleichspannung wieder eine Gleichspannung, aber mit 24 Volt oder 12 Volt machen. Im weitesten Sinne gehören auch Spannungsteile dazu, zum Beispiel aus ohmschen Widerständen, die können natürlich sowohl Gleich- als auch Wechselspannungen Umwandeln, allerdings nur herabsetzen und nicht heraufsetzen. Die dritte Gruppe umfasst alle Netzteile, sowohl Analognetzteile als auch Schaltnetzteile. Und die vierte Gruppe schließlich umfasst wieder Kfz-Spannungswandler, aber diesmal zur Umformung von 12 oder 24 Volt Gleichspannung in einer Wechselspannung von 230 Volt. Hier sind nun die Schaltungs- und Funktionsprinzipien der wichtigsten Spannungswandler dargestellt. Spannungsteiler sind Reihenschaltungen von Widerständen. An einem Teilwiderstand kann man einen dem Widerstand entsprechenden Teil der Gesamtspannung abgreifen. Spannungsteile mit ohmschen Widerständen können für Gleich- und Wechselspannungen verwendet werden. Spannungsteile mit Spulen oder Kondensatoren oder mit Spulen und Kondensatoren können nur für Wechselspannungen verwendet werden. Herkömmliche Transformatoren, bei denen infolge der magnetischen Kopplung über einen gemeinsamen Magnetkern durch das von der Primärspule erzeugte Magnetfeld eine Spannung in die Sekundärspule induziert wird, sind nur für Wechselspannungen geeignet, sie können aber hoch oder runter transformieren. Spannungsvervielfacher mit Dioden und Kondensatoren bewirken grundsätzlich zu einer Gleichrichtung auch noch eine Spannungsverdopplung bzw. Vervielfachung. Die gelb markierte Villard-Spannungsverdopplerschaltung kann beliebig oft in Kaskade geschaltet werden. Eine Anwendung ist zum Beispiel die Erzeugung einer hohen Anodenspannung bei Bildröhren. Ein Zerhacker erzeugt durch periodisches Unterbrechen eines Gleichstromes eine rechteckförmige Wechselspannung. Mechanisch wird das zum Beispiel gemacht in einer Türklingel, elektronisch zum Beispiel in einer astabilen Kippschaltung. Durch einen nachgeschalteten Travo kann auch eine Aufwärtswandlung erfolgen. Mechanische Zahacker wurden auch in den ersten Elektronenblitzgeräten und in Röhren bestückten Autoradios verwendet. In PKWs, LKWs, Bussen, Booten usw. So wird das Zahackerprinzip elektronisch natürlich, auch heute noch verwendet, um 230 Volt AC-Geräte am 12-Volt- oder 24-Volt-Portnetz zu betreiben, mithilfe der sogenannten Autospannungswandler. Bei analogen Netzgeräten wird die 230-Volt-Netzwechselspannung zunächst mit einem herkömmlichen Travo auf den gewünschten Wert herabtransformiert dann gleichgerichtet, gesiebt und eventuell noch stabilisiert oder geregelt. Eine Einstellung bzw. Regelung der Ausgangsspannung erfolgt hier durch einen in Reihe zum Lastwiderstand geschalteten steuerbaren Ohmschen Widerstand, zum Beispiel einen Transistor, der einen erheblichen Teil der elektrischen Leistung in Wärme umsetzt und so zu einem schlechten Wirkungsgrad führt. Dies gilt auch für die integrierten Spannungsregler-Bausteine wie zum Beispiel 7805, 7812, 7905, 7912 und so weiter. Schaltnetzteile, die inzwischen herkömmliche Netzteile schon stark verdrängt haben, Steckernetzteile, PC-Netzteile, industrielle Netzteile, werden jetzt ausführlich vorgestellt, ihre Funktionsweise und ihre Eigenschaften bzw. Vorteile erläutert. Eine sehr einfache Schaltung, mit der man eine Gleichspannung in eine Wechselspannung umwandeln kann, ist die a-stabile Kippschaltung die im Digitaltechnik Tutorial Nummer 8 ausführlich beschrieben wird. In diesem Beispiel wird die Transistorschaltung verwendet, aber natürlich kann man auch astabile Kippschaltungen mit ICs wie zum Beispiel dem NE555 und so weiter verwenden. Sobald die Schaltung an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen wird, beginnt die Schaltung zu schwingen. Das heißt, die beiden Transistoren V1 und V2 werden abwechselnd nieder- und hochohmig. Wie schnell dieses hin- und herkippen geschieht, hängt von den Kondensatoren C1 und C2 sowie den Widerständen RB1, RB2 und dem POTI P ab. Bei Autospannungswandlern und Schaltnetzteilen wählt man die Bauteile so, dass eine Frequenz zwischen ca. 10 kHz und 100 kHz entsteht, Wobei gilt: Je höher die Frequenz, umso kleiner, leichter und billiger ist der Travo, und umso größer ist aber auch die Gefahr, dass unerwünschte hochfrequente Signale entstehen, die zum Beispiel den Radio- und Fernsehempfang in der näheren Umgebung stören können. Die Kippschaltung bzw. der Oszillator erzeugt zunächst eine Rechteckspannung, denn die Ströme durch V1 und V2 werden ja schlagartig ein- und ausgeschaltet. Der nachgeschaltete Transformator dient zum einen dazu, die Ausgangswechselspannung des Oszillators auf den gewünschten Wert zu transformieren, außerdem dient er aber auch als Filter, der aus der Rechteckspannung des Oszillators eine sinusähnliche Wechselspannung macht. Dies ist notwendig, weil viele Verbraucher nur an einer etwa sinusförmigen Wechselspannung richtig funktionieren. Wie aus einer Rechteckspannung eine Sinusspannung wird, sehen wir uns jetzt etwas genauer an. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts fand der französische Mathematiker Jean-Baptiste Joseph Fourier heraus, dass sich jede periodische Kurve, also jede Kurve, deren Form sich nach einer bestimmten Zeit immer wiederholt, in mehrere Sinuskurven mit unterschiedlichen Frequenzen zerlegen lässt. Den größten Anteil an der Gesamtkurve hat dabei die sogenannte Grundwelle oder auch erste harmonische genannt, die die gleiche Frequenz hat wie die Gesamtkurve. Außer der Grundwelle sind dann noch sogenannte Oberwellen, die zweite, die dritte und die vierte und die fünfte harmonische und so weiter enthalten, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sind und deren Amplituden sich jeweils unterscheiden. Welche Scheitelwerte oder Amplituden die einzelnen Sinuskurven haben und welche Oberwellen auftreten, hängt von der Form der Gesamtkurve ab. Eine Dreieckfunktion zum Beispiel hat eine andere Zusammensetzung, als eine Rechteckfunktion. Diese Zerlegung in die einzelnen Sinusanteile bezeichnet man als Fourier-Analyse. Sie lässt sich theoretisch nur mit Hilfe der sogenannten höheren Mathematik beweisen und durchführen. Zeichnerisch oder durch eine einfache Versuchsanordnung lässt sich aber ein Quasi Nachweis für die Richtigkeit von Fouriers Theorie erbringen. Nach Fourier kann man sich eine Rechteckfunktion, hier orange gezeichnet, zusammengesetzt denken aus der sinusförmigen Grundwelle mit der Frequenz der Rechteckfunktion und der Amplitude U, der ebenfalls sinusförmigen dritten Oberwelle mit der dreifachen Frequenz der Grundwelle und der Amplitude ein Drittel U und der ebenfalls sinusförmigen fünften Oberwelle mit der fünffachen Frequenz der Grundwelle und der Amplitude ein Fünftel U und so weiter. Hier sind die Rechteckfunktion und die zugehörige Grundwelle dargestellt. Die Ähnlichkeit der beiden dargestellten Funktionen beschränkt sich auf die Frequenz. Der zeitliche Verlauf ist ansonsten völlig unterschiedlich. Würde die Frequenz im hörbaren Tonbereich liegen, würde man bei der Rechteckfunktion einen harten, disharmonischen Ton hören, bei der Sinusfunktion jedoch einen weichen harmonischen Ton. Hier ist nun die erste Oberwelle, die erste harmonische, rot gezeichnet, dazugekommen. Die blaue Funktion ergibt sich durch die Addition der schwarzen und der roten Funktion. Es ist deutlich zu sehen, dass sich die Kurvenform der blauen Funktion schon erheblich an die Rechteckform angenähert hat. Eine weitere Kurve ist dazugekommen nämlich die fünfte harmonische, hier grün gezeichnet. Wird diese Funktion zu der blauen Funktion addiert, entsteht die violette Kurve. Die violette Funktion ist also die Summe aus der ersten, der dritten und der fünften harmonischen, und man sieht, die Kurvenform der violetten Funktion ist dem Verlauf der Rechteckfunktion nochmal deutlich ähnlicher als die blaue Kurve. Würde man dies fortsetzen und alle zu einer Rechteckfunktion gehörenden Oberwellen U7, U9 usw. So hinzufügen, so wäre das Ergebnis schließlich eine exakte Rechteckfunktion. Die Ähnlichkeit der Violettenkurve mit der Rechteckkurve ist noch besser zu erkennen, wenn man die Sinuskurven und die Zwischenergebnisse entfernt. Man kann dieses Ergebnis auch mit einem kleinen Versuchsaufbau mit einem Zweikanal-Oszilloskop erzielen. Man sieht hier zunächst die Grundwelle in gelb Jetzt kommt eine weitere Sinuskurve hinzu mit etwa der dreifachen Frequenz und einem Drittel der Amplitude in Rot. Die Addition der beiden Sinuskurven wird durch eine entsprechende Einstellung am Oszilloskop erreicht. Die Summenkurve in Grün entspricht in etwa dem zeichnerischen Ergebnis. Bei unserem bereits bekannten Autospannungswandler gehen wir nun den umgekehrten Weg. Der Transformator wirkt auf die von der A-stabilen Kippschaltung erzeugte Rechteckspannung wie ein Tiefpassfilter, das heißt, er überträgt nur die tiefen Frequenzen. Der Wechselstromwiderstand einer Spule ist ja umso größer, je höher die Frequenz des Wechselstromes ist, nach der Formel xL gleich Omega mal L. Würde der Travo nur die Oberwellen ab der siebten harmonischen abblocken, sähe die Ausgangsspannung aus wie die violette Kurve. Würde der Transformator alle Oberwellen bis auf die dritte harmonische abblocken, hätte die Ausgangsspannung die Form der blauen Kurve. Würde der Transformator alle Oberwellen abblocken und nur die Grundwelle durchlassen, hätte die Ausgangsspannung die Form der schwarzen Kurve. Das scheint auf den ersten Blick eine Sinusform zu sein, da aber die Oberwellen nicht vollständig ausgefiltert werden, handelt es sich hier nicht um einen reinen Sinus, sondern um eine sinusähnliche Funktion. Je größer die Ähnlichkeit, umso besser, denn viele der Verbraucher, die eventuell angeschlossen werden, können nur an einer einigermaßen sinusähnlichen Wechselspannung ordnungsgemäß arbeiten. Sie könnten sogar beschädigt werden, wenn die Betriebsspannung zu viele Oberwellen enthält. Herkömmliche Netzteile bestehen im Wesentlichen aus einem Gleichrichter mit einem nachgeschalteten Siebglied, und eventuell noch eine Stabilisierungs- bzw. Regelungsschaltung. Und insbesondere bei Netzteilen für den täglichen Gebrauch kommt man mit wenigen Bauteilen aus. Bei Schaltnetzteilen wird dagegen ein wesentlich höherer elektronischer Aufwand getrieben und dafür muss es starke Gründe geben, denn Schaltnetzteile haben herkömmliche Netzteile in den letzten Jahren auf vielen Gebieten zurückgedrängt. Einige äußerliche Unterschiede bzw. Vorteile fallen sofort auf, wenn man herkömmliche Netzteile mit Schaltnetzteilen etwa gleicher Leistung vergleicht. Schaltnetzteile sind nämlich durchweg erheblich kleiner und leichter, und inzwischen auch meistens billiger. Außerdem haben Schaltnetzteile einen besseren Wirkungsgrad als herkömmliche Netzteile, nämlich über 90%, während der Wirkungsgrad von herkömmlichen Netzteilen lastabhängig bis zu weit unter 90% herabsinkt. Für diese positiven Eigenschaften gibt es vor allen Dingen zwei Gründe. Erstens, Schaltnetzteile sind keine großen, schweren und teuren 50-Hertz- Transformatoren nötig, weil die Eingangsspannung der Sinus von 230 Volt und 50 Hertz in eine hochfrequente Rechteckspannung von 10 bis 100 Kilohertz umgewandelt wird, so dass zum Transformieren der Spannung ein kleiner, leichter und billiger Travo verwendet werden kann. Und zweitens die Steuerung der Ausgangsspannung bzw. der Ausgangsleistung erfolgt durch Schalttransistoren, die entweder voll durchlässig oder voll gesperrt sind und deshalb kaum elektrische Leistung in Wärme umsetzen, im Gegensatz zu analogen Netzteilen, wo der Leistungstransistor alle Zustände zwischen voll durchlässig und voll gesperrt annehmen kann. Ein weiterer Vorteil ist der weite Eingangsspannungsbereich. Allerdings haben Schaltnetzteile auch einige Nachteile, sodass man für manche Anwendungen konventionelle Netzteile bevorzugt. Das Blockbild zeigt, wie schon angedeutet, dass der elektronische Aufwand bei einem Schaltnetzteil erheblich sein kann. Der Selbstbau eines Schaltnetzteils ist daher nicht unbedingt ein Anfängerprojekt. Hinzu kommt, dass Schaltnetzteile inzwischen so preiswert sind, dass sich ein Selbstbau für gängige Anwendungen kaum lohnt. Im Folgenden werden die einzelnen Bausteine dieses Blockbildes näher erläutert. Die einzelnen Bausteine in konkreten Schaltungen wiederzufinden und zu identifizieren ist nicht immer leicht. Es gibt unzählige Variationen von Schaltungen und vielfach werden integrierte Schaltkreise verwendet, die gleich mehrere Bausteine enthalten. Baustein 1 als Netzfilter bzw. Tiefpass soll die in jedem öffentlichen Netz vorhandenen hochfrequenten Störimpulse abfangen, damit diese in den folgenden Bausteinen keine unerwünschten Effekte bewirken. Baustein 2 ist ein üblicher Brückengleichrichter, allerdings für Netzspannung, das heißt jede Diode muss eine zulässige Sperrspannung haben, die größer ist als der Scheitelwert der Netzspannung, also größer als 325 Volt. Baustein 3 ist ebenfalls ein Tiefpass, der die Aufgabe hat, den nach der Gleichrichtung noch vorhandenen Wechselspannungsanteil 100 Hz und die zugehörigen Oberwellen auszufiltern, damit die nachfolgende Elektronik, nämlich der Baustein 4, mit einer möglichst fehlerlosen Gleichspannung gespeist wird. Baustein 4 ist ein Oszillator bzw. Rechteckgenerator. Mit Pulsweitenmodulation abgekürzt PWM. Dieser Oszillator erzeugt Rechteckimpulse mit konstanter Periodendauer, jedoch variablem Tastverhältnis. Das heißt, das Verhältnis von Impuls zu Pausendauer ist veränderbar, und zwar in Abhängigkeit von dem Steuersignal, das vom Baustein 10 geliefert wird. Von Modulation spricht man immer dann, wenn einem konstanten Trägersignal, hier ist das die Rechteckspannung, eine Information überlagert wird, die hier in der Breite bzw. der Dauer der Impulse enthalten ist. Man nennt dieses Verfahren daher auch Pulsweitenmodulation, PWM abgekürzt, oder Pulsbreitenmodulation oder auch Pulsdauermodulation. Je größer das Tastverhältnis Ti durch T, also Impulsdauer durch Periodendauer ist, je länger als die Impulse sind, umso mehr Energie wird im zeitlichen Mittel von der Schaltstufe zum Ausgang durchgeschaltet. Je größer die eingestellte stabilisierte Ausgangsspannung ist und je mehr Strom entnommen wird, umso größer muss also die Impulsdauer Ti sein. Sobald der Istwert der Ausgangsspannung vom Sollwert abweicht, wird die Impulsdauer entsprechend angepasst. Die von Baustein 4 erzeugte Frequenz liegt im Bereich von ca. 10 bis 100 kHz. Je höher die Frequenz, umso kleiner muss der nachfolgende Transformator nur sein. Allerdings steigt mit steigender Frequenz auch die Gefahr, die Umwelt also vor allen Dingen den Rundfunk und Fernsehempfang durch hochfrequente Signale zu stören. Baustein 5 ist ein Transformator, der für die vom Oszillator erzeugte relativ hohe Frequenz dimensioniert ist, nämlich zwischen 10 und 100 kHz. Er hat daher nur einen Bruchteil des Gewichts und der Größe die ein 50 Hz Travo zum Übertragen der gleichen Leistung haben müsste. Außer zum Transformieren der Rechteckspannung auf den gewünschten Wert dient der Travo auch als Tiefpassfilter, der die Oberwellen aus der hochfrequenten Rechteckspannung weitgehend herausfiltert, so dass am Eingang des Gleichrichters, nämlich des Bausteins 6, eine sinusähnliche Spannung liegt. Der hohe Wechselspannungsanteil am Ausgang des Gleichrichters wird dann von der Siebkette im Baustein 7 abgeblockt. Spannungsschwankungen am Ausgang verursacht durch eine Restwelligkeit vom Gleichrichter, durch Lastschwankungen, durch Netzspannungsschwankungen, durch eine Sollwertänderung werden durch die Regelschaltung des Bausteines 8 ausgeglichen. In Abhängigkeit vom Istwert Sollwertvergleich erzeugt dieser Baustein ein Signal, das dann über den Baustein 9 Nämlich den Optokoppler zur Potentialtrennung dem Baustein 10 zugeführt wird. Der Baustein 10 erzeugt dann wiederum ein Signal zur PWM-Steuerung des Bausteins 4. Hier eine einfache Möglichkeit zum Ansteuern einer Zahackerstufe, zum Beispiel eines Power MOSFETs. Bei einer astabilen Kippschaltung, wie dargestellt, ergeben sich Impuls- und Pausendauer nach den angegebenen Formeln. Die Periodendauer hat unabhängig von der Stellung des Poti-Schleifers immer den gleichen Wert. Die Berechnung des Tastverhältnisses Vt gleich Ti durch T ergibt sich aus dem dargestellten Lösungsweg. Zum Schluss noch die Schaltung eines einfachen Schaltnetzteils mit dem integrierten Schaltkreis TNY254. Dieser Schaltkreis enthält sowohl den Regelkreis als auch die Steuerschaltung zur Erzeugung der PBM-Signale als auch den Leistungsfeld-Effekt-Transistor. Für diesen elektronischen Aufwand ist der Preis für das IC mit ca. 2 Euro erstaunlich niedrig. Der Ausgangsstrom von maximal 0,4 Ampere und die Leistung von bis zu 5 Watt sind zwar nicht übermäßig hoch, jedoch für das verwendete kleine DIL-8-Gehäuse, wie in der Abbildung dargestellt, erstaunlich hoch. Auch die anderen Baugruppen in dieser Schaltung lassen sich leicht identifizieren. Und zwar jeweils grün unterlegt, hier der primärseitige Brückengleichrichter. Das Siebglied zum Ausfiltern der 100 Hz mit zugehörigen Oberwellen. Hier nochmal die Schaltstufe mit Regelkreis und PWM-Steuerung. Hochfrequenztravo mit Schutzdiode, also Freilaufdiode für den Schalttransistor. Der Ausgangsseitige Einweggleichrichter mit Siebglied zum Ausfiltern der HF-Anteile. und schließlich der Rückkopplungszweig für den Istwert der Ausgangsspannung über einen Optokoppler zur galvanischen Trennung. So etwa sieht die Innenschaltung eines solchen einfachen Schaltnetzteiles dann im wirklichen Leben aus.